Charakter sehen. Aber wir werden auf alle Fälle ein Kick kriegen. Wir haben auch super gar nicht einen anderen Charakter picken gesehen. Das fällt mir sehr confident. Gegen jeden hier. So. Man muss sich hier nicht verstecken. Ja, es wird Pyro Mithra gegen Falcon. Aegis gegen Captain Falcon. Wir sind jetzt in Loser, in den Losers Quarterfinals. Super Seed 2 gegen It's Me Pidgey Seed 13, damit auch schon seinen eigenen Seed outperformed. Ja, super hier noch, wurde abgesetzt hier von Yoni, versucht hier noch alles zu geben. Wir haben hier schon mal das Meeting Interactions, beide tasten sich erstmal an. Ja. Haben, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt, zumindest hier in dem Bracket. Also ich wüsste auch nicht, Tube ist ja noch gar nicht so lange wieder in Österreich und schon gar nicht im Westen Österreich. Ja, genau. Deswegen interessantes Abnahmezeichen hier. Ja. Der Backyard hier. Oh, Mac schön. Weiter. Ja, guter Wechsel hier, war wichtig. So, Prozentvorteil aktuell für It's Me PG. Aber wir haben das vorher gesehen, das geht so schnell bei Captain Falcon. Das ist so ein explosiver hier. Charakter. Auf alle Fälle, hier ist es sehr wichtig, dass Super sein Disadvantage gut halten kann. Und nicht unnötig hier getroffen wird, aber... Wunderschöne Combo von It's Me PG, der damit in Führung geht in diesem Matchup. So. Als klarer Underdog. Super kann hier nicht mehr tun, als hier auf Mixer zu hoffen und auf Punishes. Weil hier für mich auch sehr viel gute Frame Advantage spielen kann. Ja. Ja, aber die ganzen Disjoints von den Aegis machen es Zuba natürlich auch nicht einfacher. Hier nur mit Fäusten in einem Schwertkampf zu gehen, ist auf alle Fälle in der echten Welt nicht so eine gute Idee. Aber ich denke, hier durch das Rushdown Gameplay von Zuba könnte es hier auch ganz schnell umgelegt werden. Ah, wir sehen hier wieder Pyra am Start. Ja, schön mit dem Licht, wird jetzt hier gejuggelt. Das geht sich gerade so nicht aus. Aber es geht trotzdem hier für einen Kill aus. Aber auch die Pyro Recovery hätte an der Stelle wahrscheinlich nichts gebracht. Ja. Hat dementsprechend jetzt hier ausgeglichen in Stocks. It's Me PG versucht da eventuell mit Mithra noch das ein oder andere Prozent auf den Gegner zu bekommen, bevor er jetzt da auf die Hard-Hitting Pyro wechselt. Ja, Pyro ist jetzt schon draußen. Ich bin mir halt bewusst, dass die Tuba Combo-Geier ist. Ja, und Dropdown. Oh, dodgt er das Knie ganz knapp. Die wäre sogar ein Soft-Knie, sehr wichtig gewesen. Ja, recovert jetzt hier niedrig, dodgt auf den Down her. Ja, Tuba hier zeigt hier, wie gefährlich kommt aber nicht wieder zurück auf die Stage hier wirklich. Leider getroffen und nicht mehr. Und die Dash Attack tötet immer noch nicht 146% auf Captain Falcon. Die Seite war sehr gut gesetzt, konnte damit den Schlag ausweichen. Dodge da mit der Rolle den Rapid Jab. Mithra hat keinen Kill Throw. Ja, der Abfall wollte wohl PG dazu nutzen, um ihn in Disadvantage zu bringen. Ja. Oh, und der Abwehr tötet. Hat er gut gesehen. Die Falcon Dive gut abgefangen mit der Abwehr. Ja, damit letzter Stock für Zuba in diesem ersten Spiel. It's Me PG hat noch zwei, aber einmal kurz nicht aufpassen und der Stock ist sofort weg, vor allem offstage. Zuba ist so aggressiv, wenn der Gegner offstage ist. Zuba hat leider ihn. Trifft ihn mit dem Falcon Kick. Ja. Der Falcon Kick tötet damit jetzt ausgeglichenen Stocks. So, und jetzt versucht It's Me PG natürlich die Low Percent Juggles zu starten mit Mithra, wird aber hier direkt unterbrochen. Andere mit etwaigen dasselben. Mit mehr hier unten ab into Uptilt. Ja, das war sehr schön. Und das tötet an der Stelle und das sind die explosiven Stocks, die Captain Falcon holen kann. Damit steht es 1:0 für Zuba, nachdem es lange Zeit gut ausgesehen hat für It's Me PG. Ja, es war auf alle Fälle nicht gleich ersichtlich, wer hier als Sieger hervorgeht, aber Zuba hat hier einfach gute Knowledge hier, was für Kombos Falcon raushauen kann und mit dem Uptilt echt gut vollendet. Ja, also man darf Captain Falcon, egal, wenn er zwei Stocks hinten ist, der Charakter, wir haben schon so viele Comeback-Clips von Captain Falcon gesehen, leider, die in einen Twitter-Clip passen, weil sie dann halt so schnell sind. Ich wurde auch schon hier von Falcon, man darf ihn nicht unterschätzen. Vor allem das Mix-Up-Game hier von Zuba sehr stark und ja.
RPG ist natürlich immer noch lange nicht draußen. Kann hier noch gut anknüpfen. So, It's Me PG hat jetzt die Stage-Wahl. Ja. Sie haben sich eh schon entschieden, also können wir ja kurz drüber sprechen. Würdest du was ändern? An der Stage? Ja. Ach, die Stage würde ich nicht ändern. Es kommt halt darauf an, wo fühlst du dich selber wohl oder willst du dem Gegner irgendwie etwas wegnehmen? Und wie wir sehen, es wird FD. Er will ihm die Plattformen wegnehmen. Er will ihm die Plattformen wegnehmen. Will ihm die Möglichkeiten zum sicher Landen wegnehmen, denke ich. Also ja. Hier hat dann Falcon keine sichere Option, auf eine Plattform zu gehen. Also und ist sicher eine spannende Wahl, weil ich glaube, das Juggling-Game von Aegis, vor allem von Mithra, ist wahrscheinlich ein Stück besser wie das von Captain Falcon. Ja, auf alle Fälle viel besser. Coole Musik auf alle Fälle aufgewählt. Ja. So. Ist hier sehr versiert, hier schildert. Aber wenn man dem Gegner die Safe Landing Option wegnimmt, dann nimmt man sie sich halt auch selber weg. Ja. Und gerade das haben wir jetzt am Anfang kurz gesehen. Also es muss oft ein bisschen überlegter sein, auf welche Options man da gerade in der Luft geht, weil der Gegner einfach die Landings viel besser fangen kann. Zum Beispiel hier sehr weit offstage. So, der Wechsel in zu Wechsel. Wir machen nicht ganz das Timing raus, wann er hier... Oh. Aber... Der Spike... Getan gesagt, also das Timing hat er jetzt drauf. Der Spike mit dem Downer. Ein bisschen angewöhnen hier. Super, weiß auf alle Fälle, wie man... Leute an der Let's Fight. Ja, damit jetzt Stock Lead für Zuba. Und damit geht auch seine Jagd weiter. Wie gesagt, die schöne Backers hier. Mhm. Versucht hier Low zu recoveren und wird wieder gespiked von dem Downer. Zuba macht das hier zu einer Twitter-Combo. Ja, also versucht hier auch das ganze Game in einen Twitter-Clip zu bekommen. Ja, PG ist auf alle Fälle hier zur Wand gedrängt worden. Sie muss hier den Stock holen. Ich werde mir das Lied schon wieder neu aufsetzen. Ja, so, jetzt hier wieder die nächste Juggle-Kombo. Aber wenn hier Captain Falcon einmal im Momentum ist, dann ist es schwierig, viel davon abzubringen. Bekommt er den Forwarder und den dritten Spike. Den drei, hat er... Ja. Drei Stocks, drei Spikes. Das ganze Game ging, glaube ich, nicht mal 1,5 Minuten. Ja. Und schon 2-0 für Zuba. Eine sehr starke und souveräne Performance. Also da konnte PG kaum mitkommen. Man hatte das Gefühl, Zuba muss noch den Zug erwischen oder so. Ja, genau. Also er denkt sich so, ich muss irgendwo nach Hause. Aber PG muss auf alle Fälle das hier einfach abstreifen. Er ist immer noch da. Kann hier immer noch mit der Stage-Auswahl entgegentreten. Ja, definitiv. Also da ist noch alles drin. Und mit dem Charakter, aber mal gucken, also ich will nicht so. Ja, also ich glaube, also könnte sein, dass er natürlich jetzt einen Character Switch vornimmt. Wir werden sehen, aber ja. Ich glaube eigentlich, dass er sehr, sehr confident ist in seine Aegis. Ich glaube sein Upset-Win gegen Yaka war ja auch mit Aegis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ein Snake. Ist leider auch ein Charakter, wo Probleme hat gegen Rushdown. Also und Captain Falcon ist die Definition von... Also wenn du Rushdown auf Google eingibst, kommt ein Bild von Captain Falcon. Ja, genau. Also ist ein Beispiel für Rushdown auf alle Fälle. Und überspielt man es. Also es gibt natürlich andere CFs, wo ich kenne, die ein eher defensives Game machen, aber super völlig aggressiv. Na. Da wird noch ein bisschen diskutiert, beide Spieler... Ah, und es wird wieder Small Battlefield, also It's Me PG doch nicht ganz so glücklich mit der Tatsache, dass er selber auch keine Safe Landing Option mehr hatte. Hat Zubach da voll für das Beste draus gemacht und wir haben... Tatsächlich habe ich auch schon ganz vergessen, dass PG auch einen dritten Charakter hat, Ice Canvas. Interessant, also... Ja, Wenn das eine nicht funktioniert, dann kommen die Ices raus. Ich denke, das ist ein unbekanntes Matchup für Zuba, aber ob das dann wirklich dann der Ausschlag ist. The Power of Love ist jetzt hier am Start. Das Ehepaar kämpft hier gegen den einsamen Captain Falcon. Scheint so, als hätte It's Me PG. Würde er gerne Charaktere spielen, die aus zwei bestehen, aber nach 20 Sekunden verliert er hier seinen ersten Stock. Das ging ziemlich schnell. Aber PG gibt nicht auf. Mal schauen, ob er hier die
sehr technischen Kombos von Ice Climbers auspacken kann. Ja, das, die Season ist auf alle Fälle sehr advanced, also ja. Ich glaube, ich habe mehr advanced Clips gesehen wie von Ice Climbers. Aber oh, wow, sehr schön. Da wow. Kommt der D-Sync. Macht das sehr gut hier. 78% jetzt auf Zuba. Und der nächste D-Sync. Wow, sehr gut. 117%. Also, es hat ein bisschen schwach angefangen, aber er hat sehr stark jetzt hier aufgeholt. Oh, jetzt wieder desinkt hier mit den Ices. Oh. Drücken, wie er darauf antworten soll. Gibt mir einfach hier seinen Gegenstand weiter durch. Ja, muss jetzt da schauen, dass er seine Ehefrau nicht verliert. Ja. So, Zuba darf ich auf alle Fälle ihn nicht unterschätzen. Ja, so. Weil hier immer wieder und der Abwehr. Sehr gut gesehen. Damit jetzt der erste Stock von Zuba auch weg hier. Ja, aber schön am Edge Guard bleibt hier an der Ledge. Schafft es da gerade noch so zurück. Trennt hier die beiden so gut voneinander. Oh, und die Recovery sehr gut von It's Me PG. Ja. Das Ehepaar hat sich da gut abgesprochen auf Stage. Ah, bitte getroffen. Und hier wieder der D-Sync. Also Stage-Kontrolle jetzt ganz klar bei It's Me PG. Fast ausgeglichen im Prozent. Ja, Zuba hat hier langsam Schwierigkeiten hier, wirklich den Finisher zu finden. Ja, aber ist natürlich auch ein Matchup, das man nicht so oft sieht gegen die Ices. Und vielleicht ist das genau die Tatsache, auf die It's Me PG da hofft. Aber Falcon Kick bringt zumindest eine der Ice Climbers um. Ja. Aber ja, der Erdo war doch nicht weit. Und ohne die bessere Hälfte geht auch der zweite Ice Climber down. Ja, super, wie das hier beenden. Möchte sich hier nicht von den Ice Climbers besiegen lassen. So. Und jetzt hier 109% auf Zuba, schöner gestoppt mit dem Eis. Oh, und die Zeit, die war nicht die gute damit Wahl. Ausgeglichen in Stocks, nur 33% hier auf It's Me PG. Ein guter D-Sync, eine gute Kombo, das könnte der Stock sein, aber das Knie. Ah, jetzt ist hier PG und jetzt ist alleine. Ein einsamer Ice-Climber gegen Zuba. Das wäre ein sehr, sehr starker Stock. Mal schauen, was er hier noch leisten kann. Und was er hier für Optionen übrig hat. Also er hat sich allein gestellt. Ja. Steht jetzt hier schon die Zeit, die aber ja, Offstage auf alle Fälle sehr gefährlich hier. Ja, hat nicht wirklich viele Möglichkeiten Offstage. Aber es ist erst vorbei. Ja. Erst wenn es vorbei ist. Im Spiel kann hier nicht wirklich viel Damage machen, weil er in eine muss jetzt hier irgendwie wieder zurück auf die Stage. Er dort da nach oben. Ah, oh, schön, das Hacky. Boah, stört ihn da beim Recovern. Spielt das hier sauber runter, misst den Falcon Kick. Ja. Und der nächste Falcon Kick tötet. Das war ein sehr, sehr knappes drittes Spiel. Ja. Also interessante Wahl mit den Ice Climbers. Ziemlich gut funktioniert. Leider konnte er nicht den Sack zumachen. Ja, It's Me PG hat hier einen guten Run gelegt.